Kunst im Büro, die 10. Von Alexandra Huber sind die Empathisanten, die sie 2015 gemalt hat. Alexandra Huber wurde 1955 geboren und malt seit 1990 autodidaktisch. In diesen koronaren Zeiten brauchen wir viel Empathie. So dicht dürfen nicht mal Familien mehr zusammenstehen und die Generationen auch nicht. Dass das mal gut ging, zeigt diese Arbeit von Alexandra Huber in einer sehr schönen Art und Weise und erfreut uns jeden Tag, wenn wir im Büro sind.